Die größten Feldherren: Erich von Manstein, ein Name, der Kontroversen hervorruft. Ein brillanter Stratege oder ein Kriegsverbrecher. Die Geschichte hinter einem der umstrittensten Generäle des Zweiten Weltkriegs. Geboren als Erich von Lewinsky im Jahre 1887, stieg er zum Generalfeldmarschall in Hitlers Wehrmacht auf. Doch sein Vermächtnis ist von Dunkelheit umgeben. Während einige ihn als Meisterstratege preisen, beschuldigen ihn andere, ein Architekt des deutschen Vernichtungskriegs zu sein. Sein Befehl, Juden zu ermorden, und sein Treueeid zu Hitler werfen einen düsteren Schatten über seine Karriere. Doch selbst nach dem Krieg blieb Manstein unerschütterlich in seiner Verteidigung der Wehrmacht und ihrer vermeintlichen Ehre. Vor Gericht stand er wegen Kriegsverbrechen, doch sein Einfluss reichte bis in die politischen Kreise der Bundesrepublik. Ein zwielichtiges Erbe, das bis heute Fragen aufwirft. Erich von Manstein, Held oder Schurke? Die Geschichte lässt Raum für Interpretation. Jetzt abonnieren!